Liebe Mädchen und Buben, Null Punkt begrüßt euch recht herzlich zu diesem Sonderprogramm ganz im Zeichen des bevorstehenden Volksbegehren. Viel Spaß! Hallo, liebe Community! Wir sind heute ausnahmsweise am Montag für euch da, weil heute der 20. Juni ist und der 20. Juni ist quasi der erste Tag, wo man gegen die Impfpflicht unterschreiben kann. Jetzt wäre die Möglichkeit, sich wirklich für die eigenen Rechte und für die Rechte anderer einzusetzen, indem ihr euch... Die Rechte aller. Die Rechte von ganz Österreich. Die Rechte von ganz Österreich. Dass wir, also jeder von uns, bereit sind, für unsere Republik Österreich, also für unsere Heimat und für unser Volk zu tun. Und vielleicht auch ein bisschen der Politik am Keks zu gehen, indem man denen zeigt, dass es noch Menschen gibt, die selbst entscheiden wollen, was sie medizinisch mit ihrem Körper vorhaben. Ja. Weil, und das ist eben das große Ding, wie kann man diese Frage anders beantworten, außer mit Nein, danke. Das Volksbegehren von Höllwarth und Scheer beinhaltet auch ein Antidiskriminierungsgesetz, was die Menschen betrifft, die eben sich nicht impfen lassen. Weil es ist schon, man hat schon mitgekriegt, ja, dass man selbst diskriminiert worden ist oder andere diskriminiert worden sind, weißt. Und wenn man diskriminiert wird, wie willst du gegen kämpfen? Da ist schwer zu kämpfen, weißt. Da ist immer einer, der regt sich auf. In meiner Wohnung kann ich schon eins, so viele Mühe ist. Der Träger hat sich immer die Hälse. Und bei diesem Volksbegehren ist so schön, weißt, da kann man friedlich hingehen, kann man friedlich unterschreiben. Als Bundespräsident steht mir nicht das Recht zu, Sie zu beeinflussen, wie Sie abstimmen. Aber ich habe das Recht und die verfassungsmäßige Pflicht, eindringlich zu bitten und zu mahnen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie geht denn das, wie kann ich das machen? www.keine-impfpflicht.at, da findet ihr alle möglichen Informationen. Schaut euch das an, klickt euch da durch. Es gibt schon sehr viele Unterstützer, aber wie ist es so schön? Es ist je mehr, desto besser. Ja. Weil man kann da was bewirken, glaube ich. Kommst du her, sind wir mehr. Genau. Willst du eine freie Entscheidung? Ja. Mhm. Komm vorbei, unterschreibe da. Mhm. Fertig, aus. www.keine-impfpflicht.at. Alles Gute. Alles Gute. Wir müssen kämpferisch bleiben, auch wenn die Zeiten so lauschig kühl sind. Ich meine, die ersten Vorboten, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ja, das verspreche ich Ihnen. Wir halten zusammen, keiner kämpft allein. Wir gehen zusammen,